Stadtpräsidentenwahl in Buchs. Am 25. ist die Wahl, das ist eine Live-Aufnahme, am Samstag zwei Wochen bevor, also morgen in zwei Wochen, wenn ihr die Sendung jetzt seht. Eine Live-Aufnahme vom 10. September, morgen in zwei Wochen, also wird gewählt. Ein erster Wahlgang. Bei mir alle drei Kandidaten, der Daniel Trappitsch, der Diego Forr, der Rolf Pfeiffer. Und zuerst geht es mir einmal darum, dass ihr euch mal vorstellt. Wir fangen jetzt mal an mit dem Daniel Trappitsch, nachdem er ja dort in der lockeren Weise nicht dabei war, sich aber auch zur Wahl gestellt hat. Und vielleicht auch nochmal zur Erklärung, bin mehrfach darauf angekommen worden. Dort hat auch die Findungskommission ihre beiden Kandidaten eingeladen. Und darum war der Daniel nicht dabei gewesen. Daniel, könntest du dir mal vorstellen, was sind so deine Ziele, deine Themen? Gerne. Ich mache eine Kurzvorstellung, weil sonst sind wir da vermutlich zu lang dran. Ich bin am 1. September, haben wir dann unsere Wahlveranstaltung gehabt. Dort stelle ich mich relativ stark und lang vor. Ich bin 57, wohne in Buchs, habe 5 Ausbildungen, handwerklich, kaufmännisch und juristisch und auch vom Sport her. Bin Geschäftsführer von der Libertarian AG. Wir arbeiten mit Wasser und Solar. Und ja, habe auch eine gesundheitliche Ausbildung. Ich war politisch schon einige Mal tätig und bin jetzt bei der politischen Bewegung Aufrecht Schweiz, mit der kandidiere ich jetzt auch hier in Buchs. Du hast auch schon mal für den Nationalrat kandidiert, das oder? Das habe ich. Ja, ja. Was ist jetzt deine Motivation, warum jetzt gerade Buchs als Stadtpräsident? Ich habe mich ausgerichtet zuerst national, darum bin ich auch nicht so tief drin in der Ortspolitik. Ich habe einfach gemerkt, jetzt nach den 2,5 Jahren, die wir jetzt hatten, nach den nicht ganz beispiellos, aber nach den für mich schlimmen 2,5 Jahren, dass es eigentlich schwierig ist, auf nationaler Ebene etwas zu erreichen. Und darum habe ich mich entschieden, oder respektive ist das nicht erwartete und auch nicht damit gerechnete quasi Angebot gekommen, dass der Daniel gut zurücktritt. Und dann haben wir das besprochen und gesagt, ja, wir probieren es. Regional, also in einer Stadt, wie für mich ist eigentlich dort der Kontakt zu den Menschen viel, viel näher, als wenn du irgendwo in Bern oben hockst, eben wie die anderen sagen, ja, die in Bern machen eh, was sie wollen. Und darum, dass man dort dann einfach näher beim Volk ist und auch näher kann politisieren und die Auswirkungen, die man dort hat, auch eher im Volk gespürt werden kann. Ist aber natürlich eine Exekutivaufgabe, oder? Und Bern wäre eine Legislative. Also wenn dir jetzt etwas nicht passt auf den Bereich Gesetzgebung, hättest du dort mehr Möglichkeiten gehabt, oder? Theoretisch schon, aber ich habe gute Kontakte im Nationalrat, vor allem in der Gesundheitskommission. Und ich weiss von zwei Nationalräten, die austreten sind aus der Gesundheitskommission, weil sie einfach gesagt haben, du hast null Chancen, weil die Pharma diktiert dort auch die Gesundheitskommission vom Nationalrat. Also auf dieser Richtung wäre nichts zu machen sein. Und dann sieht man ja die vielleicht ein bisschen nicht gerade konform, spurgerecht denken, dass die dann auch immer eine Minderheit sind. Also du wärst eigentlich immer in der Opposition. Oder bist immer in der Opposition, das ist mir, macht mir nichts aus. Aber ich weiß nicht, ob das dann für mich nicht irgendwie wie Zeitverschwendung wäre. Darum ist mir fast lieber eine Exekutivkommission oder ein exekutives Amt, um auch können, das umsetzen, was diskutiert und entschieden wird in einem Team drin. Auf all die Themen kommen wir noch, Diego, vorher gehen wir das auch am Alter. Gut. Wie bist du dich? Jawohl, ich bin der Älteste. Ich bin 58, hast du es gesagt, Diego Forrer ist mein Name. Ich bin verheiratet seit 22 Jahren mit Sandra Forrer-Frehner. Wir haben 4 Kinder. Ich bin aktuell im 4. Jahr als Gemeindepräsident in Nutznach tätig. Ich habe die letzten 20 Jahre Türen im Werdenberg leben und auch arbeiten. Ich bin 12 Jahre Schulratspräsident in Grabs unter anderem und habe den Wahlkreis Werdenberg 7 Jahre im Kantonsort vertreten. Meine Motivation, ich durfte über Umwege den Traumberuf finden. Ich bin aus Leidenschaft, mit Leidenschaft Gemeindepräsident. Ich musste einfach die Türen feststellen, so in den letzten Jahren, als wir hier in der Mutznach zuhause sind, es ist nicht das Zuhause geworden. Es ist wirklich ein Werdenberg, wo unser Zuhause ist und das ist meine Hauptmotivation. Neben dem, dass ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe, wie sich Buchs entwickelt hat. Und da diese positive Entwicklung, die möchte ich weiterführen. Jetzt wanderst du ja. Also in Nutznach nimmt man an, ja, sie müssen eine Neuwahl anstreben und so weiter. Und du hast ja auch den Ruf, oder, dass du wanderst. Also hast du da keine Bedenken, wenn es nicht klappt? Natürlich, die Risiken, die haben wir natürlich schon in die Waagschale geworfen. Und ich habe lange hin und her gewährleistet, ist es der richtige Schritt, aber schlussendlich hat einfach mein Bauch sagen, nein, ich wage das. Im Wissen, dass ich viele Leute in Utznach enttäuschen oder enttäuschen auch mit dieser Entscheidung.
komme aber gleich jetzt immer wieder auch Rückmeldungen über Fuznach, wo, wenn man es dann auch anspricht, offen sagt, ja, wir finden sündhaft schade, den Schritt. Gewisses Verständnis ist da. Aber schlussendlich habe ich einfach gesagt, ja, aber ich würde das probieren. Auch wenn es einen Schlammschlag gibt. Das hast du erlebt in der Linde, oder? Ein bisschen Gemeindepräsident und so weiter, wird überall herumgereicht und so, oder? Ja, das, wenn man im öffentlichen Amt ist, da weiss man das. Da kommt auf einem zu. Ich denke jetzt auch, die Leserbriefe, die wir jetzt auch im W&O gesehen haben, das habe ich im Vorfeld vielleicht nicht gerade in dieser Heftigkeit erwartet, aber das gehört irgendwo zum Spiel. Und ich bleibe in dieser Phase einfach auch ruhig und sage, du, ich bin der Diego Pfarrer, ich möchte das erreichen mit Leidenschaft und so weiter. Und von dem her gesehen, ja, ist das kein Thema für mich. Ich habe nicht so wahnsinnig Angst, wenn es jetzt mit den Wahlen hier im Buchs nicht aufgeht. Ich würde mit absolut grosser Leidenschaft den Job weiterführen in Uznach. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass es mit guter Arbeit auch in Uznach doch eher mehrheitlich positiv angeschaut wird. Und Gegnerschaft, Entschuldigung, die haben wir überall, das ist kein Thema. Du hast ja schon mehr Wahl hinter dir, als die letzte Frage mal am Anfang. Ist das schon vorher so gewesen? Was ist die Art, wie man jemanden quasi auch oben runter macht, wie man mit jemandem umgeht? Ja, jetzt in dieser Deutlichkeit nicht. Und ich würde jetzt gerne nicht gross auf den Fall hier in Uznach zurückkommen. Das sind Einzelstimmen, oder? Da muss man ganz klar sich bewusst sein. Und ich meine, wir sind da jetzt 3 Jahre in einem Rechtsfall, in einem Rechtsstreit, wo jetzt sicher unschön ist. Aber de facto haben wir auf allen Ebenen immer das Gefühl gehabt, wir hätten richtig entschieden, auch als Rat. Ich bin ja nicht allein, es ist ja ein gesamter Rat. Und von dem her gesehen wird das immer so Stimmen haben, die halt einfach nicht einverstanden sind mit den Entscheidungen. Rolf Pfeiffer, jawohl. Wer bist du? Warum bewirbst du dich? Man kennt dich das Buchs natürlich. Ja. Wie kennt man das Buchs? Ich bin seit 53 Jahren im Buchs ansässig. Ich bin dort aufgewachsen in der Schule. Ich bin selbstständiger Unternehmer seit über 20 Jahren. Unseren Standort zu Buchs. Bin sehr, sehr involviert im Vereinsleben, im öffentlichen Leben auch als Gewerbepräsident. Und bin jetzt 53 und für mich passt es soweit. Ich muss sagen, mal jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich nochmal gerne etwas Neues mitgestalten, anpacken. Buchs liebt mir am Herzen. Ich bin Buchser Ortsbürger. Ich bin dort aufgewachsen. Ich habe die Entwicklung mitgesehen von Buchs. Und muss sagen, mal auch mit den Verknüpfungen, die ich jetzt habe und den Kontakt, bin ich überzeugt, dass ich meinen Teil Buchs wieder zurückgeben kann, der mich sehr freuen würde. Das sagen ja alle, meinst du, man kann gestalten in der Politik? Ich denke schon, dass man gestalten kann, auf jeden Fall. Wichtig ist, dass man einfach alles mit einbezieht, dass man zulassen tut, dass man so viel wie möglich Meinungen abholt vom Ganzen. Und dann meinte ich, wenn man das nachher zusammenfasst, paart mit dem gesunden Menschenverstand, mit dem Fachwissen und Fachwissen, das andere Leute haben, das man selber nicht auch hat, dann bin ich hundertprozentig überzeugt, dass wir auch mit einem guten Stadtrat, den wir haben, und auch mit einer sehr, sehr klugen Bevölkerung vieles gestalten und machen können. Also mit selber nicht auch hat, meinst du, dass man auf andere Leute hört? Man muss andere Meinungen abholen und man muss natürlich auch anderes Fachwissen, man ist noch nicht der Allwissende schlussendlich und das ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Ihr habt ja verschiedene Themen gemolten, oder? Jeder hat 4 Themen gemolten, immer die ersten 2. Per Zufall steht es gerade zuallererst bürgernähe Kommunikation, oder? Das Mikrofon ist offen. Daniel, Diego, wie machen Sie da, Rolf? Ich habe in meinem Fall Flyer dahinten. Ich habe gesagt, Bürgernähe ist eines der grössten Ziele. In meinen Augen ist es ein bisschen auseinanderdriftet. Der ganze Rathausbetrieb und die Bürgerschaft. Und das muss wieder auf einen Zahn zukommen. Und für das habe ich mir in einer ersten Phase vorgenommen, um eine Bürgerstunde einzuführen, wo der Bürger wieder die Möglichkeit hat, um ins Rathaus zu kommen. Die Regelmäßigkeit muss man anschauen, nach Bedarf, das ist klar. Aber dort wirklich auch wieder Auge zu Auge einander anschauen und können sein Anliegen platzieren, das muss man sauber entgegennehmen und nachher sauber abklären, aufschaffen und dann gibt es so eine anständige Antwort dem Bürger. Das ist das eine. Das andere ist natürlich heute in der elektronischen Zeit der Mailverkehr. Auch dort wird es eine entsprechende Adresse geben, die garantiert in der wirklich kurzen Zeit eine Antwort überkommt, dass man es entgegengenommen hat und nachher aufschafft. Und auch dann wird man natürlich auf den Bürger zugehen. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Diego? Wir sind ja drei unterschiedliche Persönlichkeiten, aber da sind wir doch recht deckungsgleich. Ich glaube, Kommunikation, Bürgernähe, die ist extrem wichtig. Ich glaube, ist vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt worden. Das mit der Sprechstunde, das ist bei mir auch absolut wichtig und hoch angesiedelt. Ich glaube, man muss zu den Leuten, man muss aber auch können in eine Plattform gehen, auch im Rathaus können vorbeizukommen. Kommunikation, ich glaube, da ist in den letzten Jahren ja, etwas vielleicht im Magen gelegen, da muss man wirklich aufbessern. Und da denke ich, nebst den elektronischen Medien eben auch wieder an Printmedien, dass man da auch wieder irgendwo alle erreicht. Und alle erreicht man schlussendlich eben immer noch heutzutage mit Printmedien. Daniel? Ja, da hast du recht. Das ist für mich auch ein sehr grosses Anliegen. Ich mache jetzt nicht Wiederholungen, das macht keinen Sinn, sondern für mich ist es eigentlich schon fast ein bisschen schade, dass das die letzten Jahre zu kurz gekommen ist. Weil ich habe einfach das Gefühl, wenn man näher beim Volk ist, wenn man das auch anlässt, halt vielleicht auch mal Einzelsorgen oder in einer Gruppe oder so, dass gewisse Probleme eigentlich von vornherein könnten verhindert werden. Dass Gelder könnten gespart werden, allenfalls einfach so, dass wirklich Probleme kleiner sind. Ob es dann wirklich klappt, ich denke aber, wir tun alles oder ich würde dann alles auf jeden Fall dran tun, dass man dort wirklich kann, so nahe wie möglich wieder ans Volk herkommt. Weil schlussendlich ist das ein Souverän, der eigentlich uns auch den Lohn zahlt, denn schlussendlich. Also haben die auch das Recht, etwas dementsprechend zu verlangen von uns. Aber du hast auch das Gefühl, das könnte schwierig werden, oder? Ja, weißt du, wenn natürlich einer kommt und sagt, ja, der andere, der Baum schaut über mein Grundstück hinweg, dann muss ich sagen, sorry, aber das hat, okay, ist interessant, aber für das muss man zwischenmenschliche Lösungen suchen. Es geht um grössere Punkte. Und jedem alles recht zu machen, das ist grundsätzlich unmöglich. Das ist keine Chance. Aber es geht darum, dass man so gut wie möglich, dass man vielleicht auch in einer Demokratie und in einer Demokratie entscheidet die Mehrheit. Also wenn die Mehrheit sagt, die Pappeln bei unserem Kanal müssen weg, weil die auf der falschen Seite stehen und keinen Schatten spenden, was übrigens der Wahrheit entspricht, dann ist das die Mehrheit und dann können die Pappeln weg, wenn die anderen sagen auf der anderen Seite vom Ufer, nee, die sind schön dort. Also, dass man da einfach abwägt, was ist möglich, was macht Sinn und dann probiert umzusetzen. Du hast gesagt, Kommunikation, Rolf, sei auseinandertriftet, aber du bist ja selber in dieser Brandexperten in dieser Gruppe drin gewesen. Also du hättest es eigentlich dort in der Hand gehabt, um das auch so ein bisschen zu lancieren. Ich bin in gewissen Gruppierungen drin gewesen, an der Hand gehabt, hast du vielleicht ein bisschen zu weit ausgeholt. Da ich, du bist einfach in der Broschüre deiner abgebildet, das ein von vier, oder? Du redest von der 2040er-Version, der Vision vom Buch. Ja, da durfte ich mitschaffen aufgrund von meiner Funktion als Gewerbepräsident und habe mich auch noch mit einem anderen Unternehmer sehr stark einbringen. Selbstverständlich ist es so, dass wir nicht in jedem Ecke gross mitgeredet haben oder uns zu fest haben platzieren können. Das war auch zeitweise so gewesen, weil natürlich der Stadtrat selber dann auch wieder an dem Papier weitergearbeitet hat, wo wir nicht jedes Mal an der Sitzung dabei waren, wo sie ihre Richtung ausgelegt haben. Ich glaube einfach, in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir halt, und das habe ich deponiert dort hinten, dass wir eben vielleicht da rausgehen. Also nicht nur das Warten ist das eine im Rathaus, aber ich glaube, es ist auch wichtig, wenn wir rausgehen, wenn wir zu der Bürgerschaft gehen, wenn wir zu der Alten, wie zu den Jungen, oder noch zu den ganz Kleineren von mir aus auch, das ist auch wichtig, wenn man halt da rausgeht und sich zeigt und dann nachher kommt der Kontakt sowieso und die Kommunikation. Der Diego Ricci hat er dann gut auf der Bahnstrasse mehrfach begleitet, wo wir noch Buchsnews gemacht haben und so, und hat dann auch gehört, was hinten rumgeschnorrt worden ist, wie man ein paar Mal dementsprechend einfach ja, richtig abgemacht wird. Also sehr, sehr unschön. Also wenn man rausgeht, laufen wir auch Gefahr, dass man dementsprechend mit Meinungen eben direkt in Konfrontation kommt. Diego, geht man noch raus, weißt, wenn man das alles weiss? Da muss man aushalten. Das ist das Spannungsfeld, oder? Aber es wäre einfach ganz fatal, wenn man sich im Elfenbeinturm versteckt, oder? Also da Bürgernähe, die braucht es, das ist enorm wichtig. Und das ist schon so, oder? Das kann mit der Zeit auch ein bisschen abstumpfen, aber das ist, denke ich, auch die Chance jetzt von einer neuen Zusammensetzung, sei es jetzt im Stadtpräsidium oder im Rat, wo eben das jetzt auch wieder durchbrechen kann. Also ich glaube, Vertrauen gewinnen, das ist also ein Schlüsselwort für mich. Es muss wieder Vertrauen aufbauen während der Bevölkerung.
Da muss man aber auch sagen, das ist einfach meine Meinung, da muss man sagen, wie man Vertrauen aufbauen kann. Das heisst, mit Antworten, wir müssen uns wirklich auch einsetzen, Medien alle miteinander, dass das Vertrauen auf einer sauberen Basis in einer anständigen Art und Weise aufgebaut werden kann. Ja. Der Daniel hat es ja angesprochen, man kann nicht allem entsprechen. Es gibt Einschränkungen von Individualfreiheit, das kommt schon von kollektiven Vorgaben. Und vielleicht muss man manchmal nicht alles aushalten, sondern auch sagen, nein, das geht so nicht. Auch wenn es unter Umständen studierte Professoren sind. Da gebe ich dir recht, ja. Daniel? Ja, definitiv. Gehört auch zur Gesundheit, oder? Ja, ganz sicher. Ja, klar, also alles einstecken. Oder wie der andere, der gesagt hat, er sei für alles offen, der kann nicht ganz dicht sein. Das heisst also, man muss schauen, dass man einfach halt sich auch abgrenzt gegen so etwas. Und ich denke, das kann ich. Weil ich habe 2012 hat es bei mir angefangen mit dem Epic und dem Ganzen. Und seitdem ist auf mir rumgeprügelt worden. Heute, wenn irgendwie so eine Comic sehen, also einer, der SRF-Sendung sich lustig findet, dann kann ich mitlachen. Und so, weil ich weiss, welches Niveau das dort herrscht und darum ist das für mich okay. Aber wenn jetzt ein Bürger wirklich kommt und mit berechtigten Anliegen und auch berechtigter Kritik, dann ist das ganz wichtig und das weiss ich, das machen wir alle drin, das ist ganz wichtig, um das aufzunehmen und dort entsprechend auch weiterzugehen. Aber ein Bürger hat auch gewisse Bringschuld, eine gewisse Art und Weise, wie er sich verhalten muss. Und Bürger haben auch irgendwie die Schuld, den anderen Bürger zu sagen, wenn sie sich schlecht verhalten, dass man sich anders sollte verhalten. Oder? Das haben wir einen Balkenkandidaten mehr. Ja, das Miteinander, das sollte ja viel mehr kommen. Also ja. Man ruft zuerst den Anwalt an, bevor man mit dem Nachbar redet. Das ist doch eigentlich daneben. Klar, es gibt ein ganzes Volk, eine ganze Botschaft, die dann davon profitiert. Genau. Aber miteinander zuerst. Und wenn dort wirklich keine Lösung mehr gefunden werden kann, dann kann man die nächste Stufe weitergehen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es ist ja nicht üblich, dass der Moderator sich so einbringt, aber ich möchte es einfach nochmal sagen, es hebt wirklich auch neu, was in der Demokratie möglich ist, was passiert. 200'000 Franken verdienen, das ist zu wenig Schafsäckelgeld, um irgendwie einfach keine Nacht mehr schlafen zu können. Es hebt wirklich ein neues Geld. Anständig miteinander umgehen, ich glaube, dann können wir auch weiter, oder? Gut, Rolf, Entschuldigung. Vielleicht zu dem, ich glaube, wichtig ist, dass wir wieder eine gepflegte Gesprächs-, aber auch Streitkultur aufbauen. Sowohl das eine wie das andere muss einfach sauber wieder ablaufen. Und ich glaube, wenn wir das von allen Seiten anstreben, und das will man ja, dass man miteinander so umgeht, wie man angenommen wird und angehört wird, dann nachher, glaube ich, dann kommt das wieder. Das egal, ob man eine Maske trägt und jemand sagt, heute alle keine Maske tragen oder sagt irgendetwas, das muss es mögen leiden, oder? Ja. Sei schon du. Natürlich. Dann sind wir da irgendwie wirklich ein Trio der Glückseligkeit, oder? Wo eigentlich wirklich miteinander so auf den Weg geht. Da könnt ihr dann den Job dritteln, oder? Ja, ja. Aber vielleicht manchmal zum alles erträgen nicht schlecht, gell? Bürgernähe, Kommunikation, das war vom Rolf. Jetzt kommen wir zum ersten Thema, jetzt weiß ich nicht genau, von wem es ist, aber Kinder- und Jugendschule, ist das von dir gewesen, Daniel? Das scheint von mir zu sein. Ja, okay. Das ist mir auch ein grosses Anliegen, weil Kinder sind unsere Zukunft. Irgendwann gehen wir in Pension, irgendwann treten wir ab, also wir sind alle drei schon über 50 und so weiter. Aber Kinder müssen so gefördert werden, kindgerecht gefördert werden, dass sie sich gesund entwickeln können. Und die letzten 2,5 Jahre war für Kinder eine Katastrophe gewesen. Das kann man leider nicht anders sagen. Wir haben heute 25% der Kinder, die psychische Probleme haben. So etwas, was jetzt gelaufen ist, darf nicht mehr passieren. So etwas muss verhindert werden. Und das kann nur das Volk verhindern, weil es gibt gewisse Kräfte, die das nicht verhindern wollen. Weil das sind Rucksäcke, die Kinder mitnehmen und mitschleppen. Dann auch vielleicht auch sonst wieder der Kontakt mehr mit den Kindern, aber auch Ich bin aufgewachsen ohne Handy. Ich habe noch Bücher gelesen. Heute ist die Welt so ein kleines Ding. Vielleicht, dass man dort auch wieder andere Werte kann probieren zu setzen. Dass dort wieder Kinder auf eine andere Ebene kommen, wieder miteinander. Wie der andere, der gesagt hat, es wäre noch gut, wenn man in WhatsApp könnte direkt reden, wenn der andere auch eine Sprachnachricht aufnimmt. Dann hat der andere gesagt, super, du hast jetzt gerade das Telefon erfunden. Das heisst also, dass man so wieder, dass die Kinder wieder miteinander umgehen und der Konkurrenzkampf, der muss weg. Nicht nur bei den Kindern, aber wenn er dort schon anfängt, du hast billige Schuhe, du hast teure Schuhe, dann schleppen die das mit. Und das, denke ich, ist heute ein grosses Problem in der ganzen Gesellschaft. Und so dort weiterarbeiten, Schulsystem, für mich ist, wir haben uns dort schon mal kennengelernt, für mich ist der HARMOS Lehrplan 21 ein fragliches Konstrukt. Es gibt für mich bessere Systeme.
Vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit, dass man die Schulgelder nicht nur in die Stadtschule hineingibt, sondern auch in Privatschulen, die dann entsprechend auch berufen sind, dass man dort dann einfach Kinder individuell fördert. Weil der eine kann gut zeichnen, das andere gut singen, das dritte gut rechnen und so weiter. Aber nicht alle Schachteln in die gleiche Richtung schicken. Da kennen wir Bildungsgutschriften für Privatschulen. Du bist ja Erziehungsrat, aber Bildungsrat. Genau. So etwas wird wahrscheinlich der Daniel, auch wenn er zweimal gewählt wird, nicht mehr erleben, dass es umgesetzt wird. Ja? Das glaube ich auch. Ein hehres Ziel hat das jetzt, das ich auch noch unterschreiben könnte. Ich glaube, die letzten zweieinhalb Jahre bezüglich Corona und Kind und Jugend war wirklich eine Katastrophe gewesen. Auf der anderen Seite haben wir alle miteinander nicht können voraussehen, was das heisst, wenn wir halt aus Volksgesundheitsgründen aus Schulen schliessen und so weiter. Es ist gemacht worden, jetzt im Nachgang, muss man sagen, ist es vielleicht das Falsche gewesen. Aber irgendjemand musste entscheiden und schlussendlich ist man in einer Demokratie unterwegs und fügt sich dementsprechend auch. Und zum Thema Kind und Jugend. Ich glaube, wir sind schon unterwegs, das öffentliche Volksschule, ich glaube, Lehrplan 21, wo gleich so ein Tendenzen in die Richtung vom umfassenden Denken, nicht mehr einfach Wissensgesellschaft bilden, sondern Kompetenzen sich aneignen. Und von dem her gesehen, glaubt, die sind das Element, wo früher noch die Privatschulen Vorreiter waren, die jetzt eine Volksschule in dem Sinne auch übernimmt. Und ich glaube, so schlimm ist es nicht. Und da mit dem Handy und dem Konsum und so weiter, ja, das ist ein Gesellschaftsproblem. Und wir müssen unsere Kinder in der Schule dort führen, dass sie umgehen können mit dem Ganzen. Ich glaube, man kann es nicht mehr einfach verhindern und wegdenken. Und von dem her gesehen, glaube ich, habe ich jetzt genug lang gehört, dass die Bildungslandschaft auch im Kanton St. Gallen mitgestalten, sind wir so schlecht nicht unterwegs. Aber weil sie Kinder brauchen, es ist Perspektive. Und das ist enorm wichtig. Und da glaube ich, frühe Förderung, da müssen wir noch einen dazugeben. Weil das ist elementar. Wenn man dort unten könnte, leisten ein Kind, das ist schlussendlich der Benefit, den wir nachher in der Gesellschaft haben. Ich bin im Diego ins Bild gelaufen, Entschuldigung, ihr habt hoffentlich trotzdem gehört. Oder frühe Förderung, das ist ja auch so ein System, gell, hat man viel verprüft, das kommt in der nächsten Phase, zeigt Politik genau in der, ja, im ganzen Umfeld hinein. Also, was kommt jetzt wieder? Was passiert nach den nächsten fünf Jahren? Alle reden davon. So hat man es anders gemacht, man macht wirklich frühe Förderung, ab zwei Jahren gibt es Bildungsgutschrift und so weiter. Das ist aber eine kommunale Anstrengung, aber reines vom Kantonsrat her, so läuft eigentlich null und nichts, sind wir ehrlich. Ja, es hat jetzt einen Bericht gegeben, der für sich ein bisschen Abhandlungen macht. Aber, ja, aber das ist viel vergangen, jetzt hat es Erkenntnis gegeben, jetzt fängt man neu an. Ja, richtig. Und da ist jede Kommune für sich schon ein bisschen gefordert. Und ich glaube, die müssen in Graz relativ früh schon mal die Türen irgendwo die frühe Förderung anteigen, angleisen. Das ist in meinen Augen, man muss sie auch einfordern. Teils Bevölkerungsgruppierungen, wo man das Ganze auch einfordern. Das ist elementar wichtig, dass wir unseren Kindern alle eine ähnliche Chance mit auf den Weg geben. Und da glaubt die auch Buchs hat gute Elemente unterwegs, aber wenn ich dann höre, dass wir in den Tagesstätten zum Teil Wartelisten haben, ist das fatal. Das ist fatal und da muss man etwas unternehmen. Rolf? Kinder, Zukunft, das ist ganz klar. Das ist unsere Basis nachher für alles wieder, für bis zum Altwerden. Ich habe jetzt aktuell meine Gesprächsbänkli, die ich durch Buchs ziehe habe, und habe zwei sehr, sehr interessante Gesprächspartner kennengelernt. Das war Mittwoch auf dem Generationenspielplatz, wo ein 12-jähriges Mädchen zu mir kommt, das sich fürs OKKS engagiert. Okay, OKKS, ohne Kinder keine Stadt. Und wenn ich sehe, was das Mädchen mir für Fragen gestellt hat, wie sich es mit mir austauscht hat, wie wir geredet haben miteinander, dann nachher ich will jetzt nicht alles wirklich schlecht reden, dann muss ich auch sagen, unsere Jugend ist tough und die sind gut unterwegs und die kann auch gut. Und die haben vieles, was sie mitbringen. Aber auch gestern mit einem 10-jährigen Bub geredet, der ist einfach eine Weile lang bei diesem Gesprächsbänkli zu gestanden, währenddem dass ich mit einem Erwachsenen geredet habe. Und dann bin ich natürlich auch mal auf ihn eingegangen. Und er hat mir da eine Geschichte erzählt und dies und das und wir haben über das Eishockey geredet, wo er spielt ja Eishockey und wir haben ja mal zu Buchsen einen Eishockey-Club machen und eine Halle vor mittlerweile über 40 Jahren. Und einfach die Lässig, die Begeisterung, die da kommt. Und nachher ist er wieder heim und hat nochmal zwei Gespändchen mitgebracht und gesagt, dem Mann nicht zulassen, das ist noch keinem interessant. Und ich glaube, dann ist unsere Jugend doch auch gut unterwegs. Klar haben wir heute Begleiterscheinungen mit iPads, das brauchen wir ja auch in der Schule hin selber, setzen wir das ein. Ich finde das auch sinnvoll, dass wir das einsetzen, dass man das angehen. Nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Da muss man schauen, dass sicher niemand abgeht.
Aber die Sachen muss man jetzt nutzen, die da sind. Und trotzdem sind unsere Kinder keinem gut unterwegs, da bin ich überzeugt. Das wissen wir ja, darum wissen wir auch, dass Buchsjugend sehr initiativ ist. Es ist schon 15 Jahre her, dass sie einen Jugendkaffee machen. Die Jugend hat sich extrem eingesetzt. Buchs hat es nicht geschafft, zu einem verschwindend kleinen Teil des Jugendkaffees nachher zu initialisieren. Wir haben ein Budget gehabt, Aufwand von 80 Millionen. Innerhalb von 2 Monaten haben wir 2,6 Millionen müssen abschränzen. Man hat vor allem auch der Jugend weggenommen. Ist das Buchs, wo sich für Kind und Schule setzt? Das mit dem Wegnehmen ist natürlich schlecht angekommen bei dem, wo du es wegnimmst, egal wo. Und ich hätte jetzt dort eher befürwortet, wenn wir es weiter in Breite gestreut hätten. Also wenn es auch halt vielleicht bei den Vereinen noch etwas weniger gegeben hat. Ich weiss, es ist nie interessant, wenn es weniger gibt. Aber das Mittragen miteinander wäre viel, viel stärker gewesen, bin ich überzeugt. Und es ist schade, dass man das eine und das andere zurückgestellt hat. Ja, hat es halt auch auf Kosten der Kinder. Muss man Bemühungen anstreben, muss man wieder hergehen und schauen, dass das nicht allzu lange brach liegt. Habt ihr überhaupt den Einfluss auf die Schulbuchs? Also ihr habt ja eine Ressortbewirtschaftung, oder? Also von dem her gesehen habt ihr eine Schulratspräsidentin. Der Daniel redet von ganz etwas anderem. Er redet von Privatschulen, von Bildungsutschriften und so weiter. Habt ihr darauf den Einfluss, Daniel? Also Privatschulen, die Schulen sind ja eigentlich eher kantonal geregelt. Die Lehrpläne und alles kommen ja vom Kanton, nicht von der Gemeinde. Und dementsprechend hat man auf diesen Plan nicht einen Einfluss direkt. Aber wie das vermittelt wird, das kann unterschiedlich aufgebaut werden. Und ich denke, das ist für mich eigentlich die individuelle Schule. Nicht einfach ein Muster, sondern verschiedene. Wenn wir irgendein Auto kaufen, kaufen wir zum Glück. Oder? Der hat ein Auto gehabt oder zwei, haben gar nicht müssen nur die Farbe auswählen, aber wir können unter vielen auswählen, wer das jetzt für mich besser passt. Und ich denke, dass es dort auch eine gewisse Selbstverantwortung diesbezüglich von den Eltern, auch Eltern, die vielleicht nicht so viel Geld haben, sondern Privatschule zahlen, dass man denen sagt, jawohl, das Bewusstsein ist da, sie wollen ihre Kinder vielleicht anders fördern, dass man die dort auch unterstützt. Der Gemeindepräsident ist nicht in der Schulkommission, das kann man vielleicht ändern, ich weiß es nicht. Würdest du es ändern? Würdest du es ändern? Ja, es würde mich reizen, ja, weil das ist für mich ein wichtiges Thema. Ich bin seit knapp anderthalb Jahren bin ich Grossvater, auch im Kanton St. Gallen, also wohnt meine Tochter, und dementsprechend ist das für mich natürlich ein Thema, auf jeden Fall, weil ich für mich müsste das nicht mehr machen, da, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil für mich habe ich entschieden, ich habe eine Firma, die gut läuft, mir passt es und so weiter. Aber welche Funktion gibt es dir denn dort in dieser Schule drin? Das lassen wir offen, das ist jetzt noch offen. Also, du bist ja relativ heikel, weißt du? Der Berlusconi hat ja alle Ämter auf sich vereinigt. Jetzt, wenn das als Schulrat musst du, ja, weißt du, ich meine, nur wenn du eine Verfügung machst und kommt dann der Kurs und Schulrat, dann bist du es natürlich. Also, ja, klar. Geht natürlich dann nicht. Welche Funktion? Ja, das wäre eben auch wichtig. Weil das entscheide ich nicht, ich will das nicht über den Kopf entscheiden, sondern das kann in einer Diskussion kommen. Aber nur normales Mitglied, das ist für mich kein Problem. Weil einfach, dass ich weiss, was dort läuft, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also, und da würde ich auch mitschaffen in dieser Richtung. Keine Ahnung, ob es geht, weiss ich nicht. Da haben wir uns noch nicht darum gekümmert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da keinen eigenen Antrag stellen. Aber nochmal zurück. Frühförderung, du hast es angetönt. Frühförderung ist ein zweischneidiges Schwert. Weil es gibt Sättige, die den Knopf mit 5 aufmachen. Und es gibt Sättige, die den Knopf mit 8 aufmachen. Und wenn man da alle in das Gleiche rein tut, dann hat man das Problem, dass man die Kinder im Prinzip zu schnell, zu früh intellektuell fördert und durch das eigentlich das ganze andere weggeht. Und das sehe ich also ziemlich als Problem in der momentanen Schule. Die ganze Geschichte, nicht nur, wäre jetzt falsch zu sagen, es sei nur intellektuelle Förderung, aber es ist ein grosser Teil schon intellektuelle Förderung. Und dem könnte ich jetzt noch ein bisschen widersprechen. Ich glaube, wir sind extrem individualisiert unterwegs und probieren, die Kinder dort abzuholen, wo sie sind. Oder? Ich kann nicht am Pflänzchen ziehen und das rausrufen. Es geht einfach nicht. Ja, über jemanden, die kommt es mir so über, wenn es so gemacht wird. Gut. Ich sage dazu nichts. Ich bin eher, da wäre jetzt eher beim Daniel. Ich glaube, mit Remo Largo, wo ich unterwegs war, es wäre manchmal möglich, auch in der öffentlichen Volksschule. Es ist immer vieles. Und das, was der Diego sagt, das Pflänzchen, wo die Chinesen sagen, wenn wir ein Gras mehr züchten, oder wächst nicht schneller. Also, ihr seid aber recht ziemlich ähnlich. Die Frage ist noch, wie würdet ihr das umsetzen, oder? Ich glaube, wir haben in Buchs eine gute Schule, wir haben ein gutes Schulsystem, wir haben
Wir haben Leute, die an diesen Stellen hocken, die ihren Job sauber machen. Wir haben eine Ressortleiterin, eine Schulratspräsidentin, ja, die entlohnt wird für das. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man als Stabverantwortlicher sich halt auch dort wieder informiert, abholt. Und natürlich mit den Punkten, die es da hat, haben wir eigentlich auch irgendwo messbare Systeme dahinter für die, die es anwenden wollen. Also nicht für die Schüler, sondern für die Lehrerschaften drumherum. Und das kann man beurteilen, das kann man anschauen. Und da geht es eigentlich nicht darum nachher, wie ein Unterrichter denke ich, sondern es geht darum, sind wir auf dem richtigen Weg? Passt das für uns? Und ich glaube, die Bemühungen sind da und das wird da umgesetzt. So. Der richtige Weg ist natürlich auch Bezüchung, oder? Buchs hat ein neues Schulsystem, also respektive ist ein neues Schulmodell, wo es jetzt auf Integration geht, das wird da mehr kosten und so weiter. Und die gleiche Bürgerschaft hat ja gegen die Kosten sich ausgesprochen. Wir kommen jetzt somit zum nächsten Thema. Da steht drin, Finanzen, Sparauftrag der Bevölkerung. Wie gehen wir mit dem um, oder? Es ist ein klarer Auftrag mal und der Stadtrat hat einfach den Auftrag umgesetzt. Es ist die Frage, wieso ist es überhaupt bis dorthin gekommen? Ich glaube, es ist viel der interessanter Ansatz, den wir mal anschauen. Und wenn ich halt gewisse Sachen anschaue, gewisse Investitionen, auch im Schulwesen, wo natürlich Schulhäuser nachgenommen worden sind, die wir haben müssen annehmen. Das ist Infrastruktur, da kann man das Buchs jetzt halt ab und zu nicht drum herum. Hat es aber vielleicht eben eigentlich nicht in dieser Form gebraucht. Also du redest vom Kappali. Wenn es jetzt aktuell kommt, natürlich jetzt das Kappali wieder auf den Plan, aber wir haben Refis realisiert, wir haben das Hanfland realisiert, schon Graf hat man erweitert. Dass man da nicht schlussendlich eine, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht, Liste für ihn nennen und jedes Mal uns den Ansporn geben und probieren, das nächste Mal das, was nicht gelungen ist, was uns angesetzt worden ist, zu verbessern und zu hinterfragen und auch das klar mitgeben, denen, die es ausführen wollen, dann hätte ich das Gefühl, geht einiges und einiges unter Umständen auf einen Rappen, zwei weniger. Muss den Buch sparen? Weißt, ich meine, wenn Sie den Aufwand anschauen, von diesen 80 oder jetzt sogar 77 Millionen Franken, ist ja für eine Aufgabe, die eine Stadt hat, ein Zentrum hat, eigentlich im Vergleich zu anderen Städten, ist ein sehr kleiner Aufwand. Das heisst mit anderen Worten, es ist gar nicht so ein extrem hoher Aufwand. Das Problem ist nur, er wird von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern als so hoch angeschaut. Also muss man sparen oder muss man besser kommunizieren, dass man nicht sparen sollte und nicht sparen kann? Also ich glaube schon, es das andere tun, sondern nicht lassen. Also von dem her gesehen, die 80 Millionen, die du ansprichst, ist immer im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen, zu den Steuerpflichtigen. Und ich glaube schon, dass man so ein eine gewisse Unausgewogenheit zwischen den Ausgaben und den Einnahmen ist unterdessen. Und darum auch jetzt eben die Frustration von der Bevölkerung, die jetzt schlussendlich zu dieser Budgetzurückweisung geführt hat. Und nachher für den Stadtrat innerhalb von 8 Wochen ein neues Budget zusammenstellen, sorry, das ist also extrem hochgradig schwierig, oder? Und dass da jetzt vielleicht Elemente drin hat, wo man im Nachgang vielleicht gesagt hat, ja, ist jetzt vielleicht suboptimal. Also wenn du verlaubst, ein Element rein, wo man gar nicht sparen kann, wo gleich würde kosten. Ja, das ist ja so. Ich meine, eine ähnliche Übung jetzt da hinter mir bringen in Uznach, wenn es zwar das Budget nicht zurückgewiesen, aber wir sind auch über die Bücher und all die 1600 Konti von dieser Erfolgsrechnung angeschaut, dann gestredet und gemacht und tun. Und es hat Potenzial und man kann schon, wenn man will. Und die Massnahmen, die wir jetzt dahinter treffen, die tönt jetzt auch nicht so weh, wie es jetzt vielleicht hier in Buchs ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, der Finanzhaushalt in Buchs ist so schlecht nicht. Ich glaube, wir haben noch 50 Millionen Eigenkapital. 65. Ja, wenn man den Ding noch dazu genau, nimmt. Ja. Genau. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie man es genau anschauen tut. Ja, nur weil einfach nicht so regional ein Jammerter entsteht. Mal, wir müssen den Gürtel länger schnallen. Und nein, ist klar. Das, aber ich glaube, es ist gut, auch nach ein paar Jahren immer wieder einmal so ein deinen Finanzhaushalt anzuschauen, zu analysieren, wieder halt alte Zöpfe vielleicht abschneiden, so dass auch wieder Platz hat für uns. Also grundsätzlich ist ein Auftrag vom Volk ja kein Wunsch, sondern eigentlich ein Befehl. Aber man muss natürlich klar mit dem gesunden Menschenverstand dahinter, da gebe ich euch recht, weil es gibt sicher Punkte, wo man könnte sparen. Also wenn ich jetzt sehe, einen Rathaushallenumbau für 1,2 Millionen, ist das die Frage, ob es das wirklich braucht. Oder auch andere Punkte, einen Spielplatz für 2 Millionen, bin ich mir auch nicht sicher, da kann man ganz anders realisieren. Also es gibt auf jeden Fall Sparpotenziale.
Aber es ist natürlich schon so, also wenn da quasi der Auftrag kommt und der umgesetzt werden muss, dann dürfen sich die dahinter nicht einfach nur wehren, sondern müssen sagen, okay, da ist der Auftrag, er wird umgesetzt, also wir machen wir das miteinander. Dass man miteinander die Lösungen sucht. Aber es ist halt einfach, jeder probiert so, seine paar Fränkli noch bei sich zu behalten, ist ja verständlich, kein Thema. Aber dass er es bei sich behalten will und nur nicht, dass die anderen sollen sparen, geht nicht. Der Bug steht gut an finanziell, wir kommen aber auf Krankenkassenerhöhung, Stromerhöhung. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die wird ziemlich sicher steigen. Wir haben die Inflation, die jetzt noch bei 3,3% ist, die wird aber noch steigen und so weiter. Also das heisst, der Souverän wird mehr gefordert. Das heisst, es kommen auch weniger Steuereinnahmen ein. Also das, was du vorher gesagt hast, wir haben einen intelligenten Souverän. Mit dem Sparauftrag ist das für mich ein Zeichen, dass wir den haben. Weil der hat das gesehen. Hey, Moment einmal, da könnten, müssen nicht, aber da könnten, vermutlich werden, größere Probleme auf uns zukommen. Also, schauen wir jetzt einmal, wo können wir jetzt Geld sparen. Wer spart in der Not, hat dann den Spruch, ich weiß nicht, wie er geht, aber der hat dann, wenn er es braucht. Ich glaube, da sind wir alle, und nicht nur Buchser und Grabser und rundherum, ja, auch so erzogen worden. Was wir einnehmen, dann wir nachher rausgehen und nicht anders. Und der, das Bewusstsein muss wieder geschärft werden. Und da muss man nicht immer vom Sparen reden, sondern einfach schauen, wie viel kriegen wir denn über und wie. Und jetzt wollen wir es natürlich so gut wie möglich nachher wieder investieren, damit nachher halt vielleicht noch mehr reinkommt. Also so viel wie in der Kasse ist, das hat man als Unternehmer immer dahinter. Das kannst du erst nachher ausgeben, wenn du es verdient hast. Und ich glaube, das Denken muss man wieder ein bisschen herkommen. Das ist ein unternehmerisches Denken und das teile ich auch. Aber wenn ich jetzt schaue, die letzten 2,5 Jahre, was das sinnlos Geld ausgegeben worden ist, dann habe ich einfach das Gefühl, dass gewisse Stellen kein unternehmerisches Denken haben. Das heisst mit anderen Worten, eben nicht einfach sparen, sondern optimiertes Einsetzen von Mitteln, oder? Das braucht Planung, muss oder? Jeder Geschäftsführer muss das machen, wenn er sieht, jetzt kommt eher ein bisschen eine schwächere Zeit, dann muss er schauen, wo kann er jetzt irgendwie einsparen. Braucht es jetzt den neuen Bürostuhl oder braucht es den nicht? Die Finanzlage ist gut. Es geht darum, wie geht man mit dem um, wie holt man den Bürger wieder rein, wie tut man ihn frühzeitig informieren, wie ist dem Bürger auch klar, warum muss man dies und jenes machen und so weiter, oder? Also, ich denke, du hast es gerade auch die Antwort eigentlich schon gegeben. Frühzeitig informieren. Der Bürgerschaft, der Bevölkerung wieder aufzeigen, wie die Wege sind, wohin wollen wir gehen, was wollen wir nachher haben und wie kommen wir dorthin. Und dass wir halt dann vielleicht mal irgendwann mal sagen, oh, jetzt machen wir halt schnell den Gürtel länger schnallen oder wir machen irgendetwas umfahren, jetzt schnell einen Augenblick und das nächste Mal dann wieder investieren oder etwas mal auslösen. Ich glaube, das muss man aufzeigen, dass es der Bürger auch kann, vieles selber für sich nachvollziehen kann und dann nachher steht er nämlich ganz sicher auch bei diesen Ausgaben dahinter, da bin ich überzeugt. Buchs hat ja als Stadtwart ein bisschen über 10'000 Einwohner gehabt. Inzwischen haben sie etwa 13'400. 13'500. Dann ist es im Internet noch fälscher drin, weil es steht 12'500. Ja, wenn wir jetzt aber den Fuss gehen, von 10'000 auf 13'500, haben wir 3'000 Zuwachs, das heisst 3 Klassen mehr. Oder? So eben ist der Besenmarkt nach Strittmatter-Prognosen einmal. Das heisst mit anderen Worten, wenn man jedes Mal eine Klasse mehr hat, dann 5x6, oder? Dann gibt es halt einen Haufen Klassen mehr. Eine Klasse kostet 160'000, 170'000, kostet dementsprechend anders. Und wenn wir das von Daniel auch noch möchte, umsetzen, was sicher für Sinn machen, differenzierter Unterricht, die Eltern auch mitnehmen, weniger vielleicht an wirtschaftlichen Druck denken, sondern wirklich Kinder dort abholen, wo ihre Schätze, ihre Begabungen sind, nach bei den Kindern, dann kostet es halt einfach. Das heisst, wir müssen es einfach mehr mitnehmen, die Leute. Entschuldigung, wenn ich da intervenieren. Ja. Das, was ich in der Idee habe, kostet der Staat oder die Stadt nicht mehr. Ja. Sondern das Geld wird einfach nicht nur in die Staatsschule, sondern wenn die Lehrer, die Eltern wirklich können anweisen und die Schule können anweisen, dass das ein guter Plan ist, dann geht das Geld dort rein. Darf ich dich noch kurz korrigieren? Es kostet natürlich mehr, weil Privatschulen haben natürlich weniger Schüler. Also für das ist Eltern. Ganz eindeutig, oder? Für die Eltern. Ja, klar. Der Rest mit den Eltern übernehmen. Ah, also, du wirst so ja, machen. Heute übernehmen sie es 100%. Ja. Dann wärst du auf Gesetzgeberebene natürlich. Ja. Also, du wirst nur einen Teil natürlich. So, ja. Ja. Mhm. Ja, logisch, weil dann haben alle wieder, sonst wäre es ja wieder ungerecht. Ja. So haben aber alle eigentlich die gleiche Chance oder respektive die gleiche finanzielle Zustufe. Okay. Ja, dann natürlich stimmt es natürlich. Ja. Aber wie willst du das denn erreichen?
Das ist, weißt du, ich sage immer, irgendwie ein Projekt muss immer halten, was der Prospekt verspricht. Prospekt haben wir häufigweise, oder? Wie willst du das erreichen? Ja, das sind Ziele, das sind kein Versprechen. Ja. Weil ein Versprechen ist bereits ein Versprecher, sondern es sind Ziele. Was ist das Versprechen sind? Ein Versprechen ist bereits ein Versprecher. Aha, das ist aber ein Versprechen. Das sind Ziele. Das sind Ziele, die ich mir setze. Ob ich die Ziele erreiche und wenn ich sie erreiche, kann ich auch nicht sagen. Weil da bin ich zu wenig, da hast du sicher einen Vorteil gegenüber mir, du bist mehr in der Verwaltung drin, aber ich bin schnell lernbereit oder ich bin schnell aufnahmefähig und das kann man lernen. Und wenn man die richtigen Leute hat und ich weiß, dass sie in der Gemeinde arbeiten, dann kriegt man die Informationen auch raus. Dass da natürlich nicht nur auf der Gemeindeebene, sondern dass da der Kanton noch mitreden hat, aber man kann zum Beispiel mit einem Projekt an den Kanton und sagen, wir haben das und das Projekt, unterstützen wir uns. Zum Beispiel. Ja, also Diego, also da hat man schon noch viele Möglichkeiten, wenn man will. Wenn man will, ja absolut. Ja. Ich glaube, du machst es ja vorzugehen, oder? Ja, beschränkt. Ich weiss auch, was Demokratie heisst. Das ist oder? Und Mengen, die man gerne würde umsetzen, kannst du am Schluss in der Schulstube deine vielleicht nicht ganz. Aber eben der Finanzraster, wenn wir ehrlich sind, der ist vorgegeben. Die Volksschullehrergehälter sind normiert, die sind gegeben, da können wir nichts machen. Ist, glaube auch richtig so, nicht, dass man dort auch noch einen Wettbewerb bekommt. Wir haben so plus minus die Klassengrössen, die auch vorgegeben sind. Und das gibt den Range, oder? Schlussendlich, in dem man sich bewegen muss. Buchs ist wachsen ohne Ende, oder? Das müssen wir uns, glaube ich, nicht vormachen. Und dass da jetzt wirklich Herausforderungen gibt in diesem Bereich, ist sonnenklar. Ich glaube, Hans-Jörg, wenn ich auf Grabs überschaue, gehen auch noch eine Hausaufgabe. Und auch da geht es nicht Gotteslohn. Also es kostet einfach Geld. Es kostet einfach enorm Geld. Und, und ich glaube, das ist auch nicht das Problem, glaube ich, im Buchs. Ja. Die Bevölkerung trägt das schon. Jetzt ist einfach die Frage, vergolden wir den Palast oder das Schulhaus? Oder probieren wir auch dort einfach vernünftig zu bleiben? Und da ist jetzt, glaube ich, schon das Warnsignal aus der Bevölkerung, da, wo da sagt, so, halt, stopp, sichern, auch wieder ein bisschen vernünftig bleiben mit den Schulbauten, dann kommt das gut. Rolf? Hans-Jörg, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen die Gesamtheit anschauen, vom Ganzen. Genau, auch auf Krebs schauen, auf die Region und so weiter. Ja, das wäre mein Stichwort gewesen. Okay, danke. Selb auch, aber ich sage jetzt, wenn wir natürlich jetzt im Rhein-City aus einen neuen Quartierteil effektiv entwickeln, mit 220 Wohnungen, dann gehen wir ja nicht davon aus, dass da nur Rentner oder Alleinstehende einziehen werden, oder? Also das heisst, das hat Auswirkungen auf die Schule, es hat Auswirkungen auf unser Verkehrssystem, es hat Auswirkungen auf unseren Arbeitsmarkt. Und das ist dann, glaube ich, das oberste oben schon auch eine Sache vom Stadtpräsident, wo er muss sagen, ich muss jetzt die Abwägungen alle ein bisschen im Auge behalten, muss noch mit meiner Schulleiterin reden, ich muss noch mit meinem Verkehrsminister reden. Entschuldigung, du musst mit der Rektorin reden, ihr habt ein anderes System. Entschuldigung, mit unserer Rektorin. Du weißt, wer ich meine. Einfach den Dienstweg einhalten. Ja. Nein, aber wichtig ist, dass man immer wieder auch so aufzeigen kann. Mhm. Und nicht einfach jetzt jemanden, wo das herstellen und nachher, mein Gott, jetzt ist ja das, was dann passiert. Das darf nicht sein. Das greift ins Verkehrskonzept ein, es greift in die Schulen ein, es greift in so vieles ein, so Sachen. Und da muss man irgendwo nicht die Vision haben, sondern einfach da den Scharfblick und den Überblick behalten können. Und ich glaube, das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Ich möchte da gerade noch einhaken, oder? Also die Vision 2040, die steht jetzt. Aber jetzt mal dringend wichtig, sehr wichtig, dass man jetzt den Richtplan bringt, oder? Dass man genau die Orientierung hat, was heisst das auf die Schülerzahlen, was heisst das auf den Verkehr und so weiter, was heisst das für die innerstädtische Entwicklung. Das sind absolut die nächsten Schritte, die jetzt angehen werden. Ist das das, was du jetzt redest davon, die Vision, die Übersichtsmaßnahmenplan? Also gut, da würde zum Beispiel A4 statt rein, wir machen jetzt einen riesen Gump, aber es passt zum Finanziellen, und ich hole dann nachher das Blatt, damit wir alles gleich haben. Kennt ihr das da? Ja. Soll ich es noch holen oder ändert es im Kopf? Nein, sicher nicht. Dann A4 steht Steuerkraft von Buchs langfristig stärken. Und Es ist nachgewiesen, dass nicht nur im Buchs, sondern auch im ganzen Werdenberg die Steuerkraft eigentlich ein bisschen zu tief ist. Und die muss gestärkt, die muss gefördert werden. Da kommen wir nicht drum herum, weil das ermöglicht uns nachher schlussendlich den Umgang mit dem öffentlichen Leben. Danke dir. Also zwar sicher irgendwann mal gesehen schon mal. Und da müssen wir wirklich dran
oder Fußgruber, das ist nicht ein Selbstverständnis. Wir müssen einen Richtzonenplan umsetzen, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die für Firmen attraktiv sind. Wir müssen aber auch, und das ist, ich glaube, in meinen Augen sehr wichtig, wir müssen auch unseren Bestand wieder fördern. Also die, die wir schon da haben, hey, die, die heute und vorgestern und vorvorgestern immer schon etwas für uns da haben, wo uns Arbeitgeber gewesen sind, wo heute noch Arbeitgeber sind, grosse Firmen, kleine Firmen, denen muss man auch, auf die muss man doch auch mal zugehen und sagen, stimmt es für euch noch, sind wir am rechten Ort? Kann man nicht schon etwas helfen oder kann man nicht helfen? Ist es gut? Ja, alles läuft, ist okay. Aber ich denke, das, was wir haben, das, was wir jetzt schon auf dem Platz haben, zu denen muss man eben auch schauen und nicht nur neu herbringen, ist cool, ist lässig, aber der Bestand muss natürlich auch nicht nur Knöpfe machen, sondern eben auch Verknüpfungen wie Pontonier machen. Gell? Aber eben der Diego hat gesagt, wir hätten jetzt gerade so eine Hausaufgabe. Früher aus der Rüstung bin ich bei einer Schulratspräsidenz gehabt. Ja. Ja. Darum weiss ich dann, wir haben Hausaufgaben. Also mit dem Daniel, also du musst einfach immer Visionen haben. Mhm. Du musst unternehmerisch denken und so planen und halt schauen, wie kommst du voran. Das ist ganz klar. Und manches erreicht man nicht, aber deswegen aufgeben, bringt ja auch nichts. Darum jetzt meine Frage auch noch, was ich immer wieder ein bisschen denke, jetzt Fuchs aufgewachsen, oder jetzt bin ich das Grabstei. Da müssen wir nicht in der Region endlich einmal in weiteren Karos denken. Einmal ein bisschen miteinander. Da tut sich die Region unglaublich schwer. Ich komme jetzt, seit 4 Jahren bin ich im Linkgebiet daheim. Und spüre da wirklich einen grösseren Zusammenhalt, als jetzt vielleicht in unserer Region ist. Das ist vielleicht noch ein bisschen das Problem, das ganze Land Werdenberg, und das ist ein bisschen die Raumplanungsthematik. Das matcht einfach irgendwie noch nicht so gescheit. Aber ich glaube, die 6 Gemeinden Werdenberg dürfen und müssen in meinen Augen mehr zusammenarbeiten. Die Großstadt Werdenberg, das muss noch nicht sein, aber das kann ja dann irgendwann einmal so andenken. Sie muss in meinen Augen sowieso eher von unten von der Basis kommen. Aber ich glaube, auch im Hinblick auf Fachkräftemangel, wir müssen zwingend noch wirklich enger zusammenstehen. Und für mich ist logisch, der Leid ist da zu Buchs. Und da wird eines meiner wichtigsten Themen sein, nebst einfach in dieser Stadt, sondern wir müssen in der Region zusammenstehen und sinnbringend Lösungen finden, die einfach dementsprechend ja, uns weiterbringen. Das schlägt kein Geiss weg. Der Leid ist zu Buchs. Das ist so. Ja. Aber man muss alle irgendwie zusammenbringen, oder? Pflegen. Du bist bei Punkt D1 bis 4 angelangt von dem Massnahmenplan. Und da haben wir uns unter anderem als gerade von der Gewerbseite her sehr stark engagiert. Aber warum ist das denn D? Oh, das ist das D geworden. A, B, C, D? Wenn man ein A ist, man muss irgendwann anfangen. Und dann also das hat nicht damit zu tun? Nein, das hat nicht mit derselben Sache zu tun. Und ich glaube, da ist die Erkenntnis, sie ist schon da. Da sind wir uns einig. Wir wissen, was das Werdenberg kann leisten. Wir kennen den Werdenberg, wir kennen den Buchser, den Grabser, den Seefel, den Gamser, alle drumherum, der Wartauer und der Sennwalder, die auch noch genannt sind. Die kann etwas. Wir haben sensationelle Betriebe, Weltmarktleader. Wir haben aber auch einfach ganz normale Betriebe, die einen sauberen Job machen. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir da auch unser Selbstverständnis wieder ein bisschen herstellen und sagen, wir können es ja, wir machen es gut. Wo schlägt denn dein Herz? Oder? Für Buchs oder für Werdenberg? Grundsätzlich für Buchs. Aber Buchs ist der Treiber für Werdenberg. Das ist ja so von der Größe her. Das geht bei gewissen Sachen voran. Das ist der Lead. Nur ich muss es auch wieder so sehen, die Zentrumsfunktion von Buchs sehe ich eben nicht nur als Kostentreiber, sondern wir müssen das Positive daraus aussehen. Wir haben so eine sensationelle Lage hier. Wir haben gegenüber ein Land Liechtenstein, sogar ein ganzes Land, wo ein hervorragender Arbeitgeber ist. Wir haben Schulen rundherum bei uns. Alles, wir haben so ein gutes Startfeld eigentlich. Jetzt machen wir es einfach auch wieder sauber, weiter pflegen und hegen und immer wieder schauen, dass wir noch ein bisschen weiter kommen. Haben wir auch schon diskutiert, Wachstum um jeden Preis, da habe ich grosse Fragezeichen hinten dran. Buchs ist schnell gewachsen. Nicht um jeden Preis damit gemeint gewesen. Ich weiss, das war jetzt meine Aussage, nicht unterstelle ich irgendetwas. Aber es gibt solche Kräfte, die sagen, Wachstum um jeden Preis, alles andere soll irgendwie hinten nachkommen. Nein. Sondern es muss ein ganz klares, sauberes, angepasstes Wachstum sein. Und man muss, für mich ist das eine gute Geschichte, aber vielleicht kann das in 2 Jahren schon ganz anders aussehen, vielleicht kann man es 2040 gar nicht mehr so umsetzen, weil irgendetwas sich verändert hat.
Das heisst, Flexibilität sollte unbedingt bleiben, dass man wirklich schaut, wie du vorher gesagt hast, Rolf, dass einfach individuell und situationsbezogen die ganze Geschichte angeschaut wird. Und die Zusammenarbeit, das ist etwas, was für mich grundsätzlich nicht nur da, also schaust du den Stricker an zum Beispiel, dort habe ich auch ganz klar gesagt, dass miteinander muss unbedingt. Da musst du wirklich erklären, der Stricker. Ja, das war mein einziger Stricker Mühlitzgrabs. Nein, Stricker TV, also einfach Stricker TV eingeben und dann ja, finden sie das. Okay. Und von dem her, das Miteinander, das ist eines der wichtigsten Punkte, weil wir haben heute leider auch in der Politik, ich habe es dort, ich sage es nochmal, ich kann es gerne auch nochmal schildern, für mich ist zum Beispiel Politik wie ein Seilzeuchen. Wir haben einen Knoten in der Mitte und dann jede Partei und jeder zeucht von links und rechts. Und irgendwie, die dann gewinnen, die gewinnen zwar, aber die machen eigentlich nur Schritt retour. Weil auf solche Art kann man nur verlieren. Also wir müssen wieder schauen, dass wir wieder in die gleiche Richtung ziehen. Das ist möglich, wenn wir uns alle, unsere Egos, ein bisschen zurücknehmen. Und das braucht es in der Politik, das braucht es in der Wirtschaft. Man macht Zweckgemeinschaften, man geht das Weile miteinander, dann hört man wieder auf und so weiter und so fort. Und das erreichen kann, ist wichtig, ist möglich, aber auch schwierig. Wenn man es menschelt. Also bei den Pontonieren natürlich, hast du gesagt, Pontonieren, dort menschelt es natürlich nicht, weil hockt alle im gleichen Boot. Und ein falsches Zeug, hockt alle drin. Oder? Ja, das ist ein bisschen lustig. Ja. Ja, ich denke, wenn ich gerade jetzt mitverfolgen kann, ich immer wieder in den verschiedenen Kommissionen, wo ich Einsitz habe, wie gut dass die Region da steht. Und der Austausch auch mit den Gemeindepräsidenten. Ich erlebe das, ich sage nicht täglich, aber auch als Gewerbepräsident erlebe ich das sehr oft, wie unkompliziert dass das auch mit den anderen Gemeindepräsidenten ist. Und das hat dann wieder viel mit dem Umgang zu tun, wie wir miteinander zusammenarbeiten und eben wie wir miteinander für unsere Sachen herstehen. Und wenn wir miteinander für die Sachen herstehen, dann kommt es nämlich ganz sicher gut. Also ich würde jetzt in Anspruch nehmen, dass ich das auch schaffen. Also da müsst ihr schon auch meinen. Und bei dem, was ich sehe, Wachstum hast du so angesprochen, oder? Und du sagst, ja, es ist so, du sagst, es ist des Teufels. Du, wir kommen eh nicht drum herum. Bevölkerungswachstum, und jetzt ist einfach die Frage, wo sind die Leute daheim? Oder? Jetzt können wir sagen, ja, sie sind im ländlichen Gebiet, dass sie das Auto mal vorholen, oder sie sind da halt schlussendlich im Zentrum, oder? Aber wir müssen dem Wachstum mal Sorge tragen, oder? Wir müssen das gesund entwickeln und so Themen, wie wir jetzt am Bahnhof da mit drei Seiten anstoßen, sind in meinen Augen wunderbare Möglichkeiten. Die sind sensationell, das ist eigentlich so wie gut, das darf ja einfach nur nicht aufgrund unserer Lebensqualität gehen, oder? Das ist eigentlich das Grosse, wo wir erreichen, dass wir das Gleichgewicht behalten, oder? Genau. Und das ist vielleicht etwas, wo Buchs jetzt so in den letzten paar Jahren ein bisschen darunter gelitten hat. Das ist halt abgegangen wie ein Harass, oder? Und ja, dann, das kann nicht immer alles gleich schnell mithalten in dem Tempo. Und da, glaube ich, brauchen wir auch für die Bevölkerung wieder nicht einen Stopp eben in dem Sinn, sondern dass wir ein Gleichgewicht herbringen. Und das wäre das Allerschönste, wenn es miteinander stetig sauber in einem schönen Einklang mit viel Erhalt weiterhin stattfinden. Haben wir das im Griff? Weißt, ich kenne so Studien, Strittmatter. Ist es Zehwolle, nicht Krabs und Buchs? Dort hat es qualitatives Wachstum steigern und seine Prognose gewesen. Nichts von dem ist passiert, oder? Ihr wisst es ja. Und inzwischen haben wir das Recht auf Luxus. Also das ist ja irgendetwas. Also jeder hat ein bisschen andere Ansprüche. Also die Maslow'sche Pyramide, da sind wir selten in der tieferen Ebene, meistens ein bisschen weiter oben. Also weißt, ich finde das toll, gell, was ihr sagt. Und ich sehe auch, ihr wäret bereit, um das zu machen. Ich sehe dann nur so ein bisschen in den Niederungen der Politik wird es schwierig. Gell? Also die Grundplanung gibt vieles vor. Ja. Und das ist jetzt der nächste Schritt, der Buchs vorsieht. Da meinst du mit dem? Das ist ein Steuerungselement. Das ist ja so, oder? Mhm. Aber eben, wir haben natürlich jetzt schon Themen um, wie G. Fritz und Risiti, die ist jetzt da, das wird kommen, oder? Aber für den nächsten Schritt, oder? Dann müssen wir die Gebiete wieder neu anschauen, neu matchen, dass wir die Lebensqualität auch erhalten können. Das ist extrem wichtig. Ja. Wir sind das übrigens am Anschauen. Wenn ich auch dürfen Einsitz haben, dem Sounding Board. Ja, eben. Aber das freiwillig als private Person. Ah, ja. Was bringt das hoch aus eigentlich? Was das hoch aus, ein schönes Bild, wo man kann stolz sein, wir haben es eingekriegt. Ich weiss nicht, ob es da um Stolz geht. Ich denke, ja gut, es hat wahnsinnige Widerstände gegeben, oder? Es gibt immer noch Widerstände, das ist noch nicht vom Tisch an. Also die Visier stehen, oder? Die Visier stehen einfach einmal, damit man sich auch eine Vorstellungskraft machen kann. Ich glaube, Schäferitz-Areal braucht irgendwann einmal irgendetwas. Also ich kenne die Geschichte schon weit zurück, wo
die damals ansässige Gartenbaufirma quasi über Nacht aussehen musste, weil es wäre ja morgen gerade abgebrochen worden, das Gebäude, wo heute immer noch ein Verkaufsladen ist mit sehr vielen Artikeln, die vorne aussehen. Herr Bilger, ich glaube nicht, dass es da ist, es braucht nicht das Hochhaus in dem Sinn. Aber halt, stopp. Also Arealentwicklung ist gut, aber das Hochhaus braucht es nicht. Nein, ich sage nicht in dem Sinn. Jetzt, ob jetzt das ein paar Stück weniger hoch wäre, wäre vielleicht auch verträglich. Und ein bisschen anders gestaltet. Das ist immer eine Ansichtssache. Wie gehst du das an, wenn du Stadtpräsident wirst? Als Stadtpräsident denke ich, ist es wichtig, dass wir da auch wieder mit denen einsprachen. Nimmer den Kontakt suchen. Ist das wirklich bis jetzt in, vielleicht auch historisch gewachsen, ein bisschen verfahren worden? Und halt einfach nur noch ja, mit dem rede ich nur. Das ist eine neue Chance mit einer anderen Person gegenüber. Auch, glaube ich, für den, der die Einsprache macht, in dem Sinn. Wenn man das Projekt als solches, muss man sicher anschauen. Ich meinte grundsätzlich, es ist eine private Geschichte. In einer privaten Geschichte kommen wir eigentlich nur Dinge, die Rahmenbedingungen, die Vorgaben, die wir haben, die Zonenpläne und alles drumherum, das, was da gegeben ist. Und der Rest muss nachher wirklich im Privaten realisiert werden und nicht von der Stadt. Aber es ist natürlich etwas, so wird Diskussionen geben, auch wenn ihr gewählt werdet in neuerer Periode. Ja, sicher, ganz klar, das ist ein Thema, das wird uns noch länger beschäftigen, also egal, wer in das Amt kommt. Ich bin auch nicht unbedingt ein Gegner vom verdichteten Bauen, aber mir passt das einfach das hohe Ding da unten passt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich wie ein Fuß aufs Auge. Ein Fuß aufs Auge passt aber besser als ein Hochhaus. Das heisst, dass man da einfach auch mit, wie du auch gesagt hast, man muss schauen, dass man kann mit denen auch vielleicht reden, eben ein paar Stück weniger oder so. Ja, es ist schwierig, weil eben. Der Stadtpräsident hat dort keinen direkten Eingriff. Dennoch ist der Stadtpräsident ja auch ja Privatperson im Prinzip. Darf dort auch eine Meinung haben. Das steht auch in der Verfassung drin. Also das heisst, dass man dort wirklich halt auch als Privatperson kann auftreten und gewisse Themen geben. Aber schlussendlich ist, glaube ich, dann der Stadtpräsident schon wichtiger, weil er ja auch Meinungsbildung ist im ganzen Volk. Aber eben, wie gesagt, wir werden nur am Rand damit zu tun. Meine, du hast, genau. Im Kampf an der Front hat der Diego ja jetzt an einem anderen Ort einige Erfahrungen. Ja, das läuft recht gut. Ja, zum Thema Hochhaus. Wo es 100 Millionen geht. Nein, ich habe natürlich die Visier auch gesehen und denke, mein Gott, ist schon noch recht hoch. Jetzt so. Die oben weg und die, ja, rumschwanken. Ja, genau, richtig. Aha, also, okay. Mir geht es auch ein bisschen so. Aber ob man nochmal auf Feld A könnte, zurück in dem ganzen Prozess, wird schwierig sein. Ich glaube, der Investor hätte ja auch irgendeine Wirtschaftlichkeitsrechnung mal müssen machen und de facto wird der Zug abgefahren sein. Also mir wichtig, wenn ich das Amt könnte antreten könnte, muss ich unbedingt jetzt auch mit diesen Parteien können zusammensitzen und das mich jetzt einfach nochmal zum Thema machen. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, aber ich glaube, schlussendlich kann der Politik nicht mehr wahnsinnig viel machen. Entschuldigung, du hast mich dort noch unterbrochen. Das Hochhaus eingebracht, wir sind aber eigentlich auf dem Soundingboard dran gewesen, gut, wo wir eben genau Quartiere angeschaut haben, wo wir durch die Quartiere gegangen sind und wo man die jetzt so sauber im Aufschaffen ist, wo man die ganzen Pläne einfließen lässt, wo wir über das denkmalschützerische oder nicht diskutieren. Und ich glaube, gerade im Sounding Board ist es wieder eine wichtige Aktion gewesen, dass man Leute von der Bevölkerung mitgenommen hat, das auch angelassen hat. Ob es dann umgesetzt wird, was wir dort alles deponiert haben, sehe ich ja dann vielleicht auf eine Art. Ja, gesehen du es auf jeden Fall, gefolgt in jeder Funktion. Richtig, oder? In jeder Funktion, ganz genau, gesehen du es auf jeden Fall, ja. Das ist also, aber ich glaube, das ist auch wieder ist ein guter Weg. Und nachher wird vieles wieder vorgehen, wie der Diego gesagt hat, von der Politik. Man hat darüber abgestimmt, man hat die Baugesetze so, jetzt muss man es halt auch anwenden, jetzt muss man es umsetzen, jetzt geht es ins Konsequente. Und dann braucht es halt eben auch, und ich glaube, das ist wirklich wieder sehr wichtig, viel Überzeugungsarbeit, viel Diskussionspunkte, weil das kann ja noch. Es ist ja manchmal nicht, wenn ich jetzt wieder aufs Hochhaus zurückgehe, es geht ja nicht nur um den Bau, ist er jetzt schön, ist er gross, ist er lang, ist er breit. Sondern es geht ja darum, was kommt dort hin, wie wird der nachher genutzt. Und wenn natürlich wieder, wie jetzt, eine Bereitschaft da ist von einer grossen Firma, ein ganz klares Zeichen setzen, dann darf man nicht alle die Augen verschliessen vor gewissen Entwicklungen. Das ist ja so, oder? Aber ich glaube nicht, dass der Stadtpräsident oder die Stadt selber eben
viel Einfluss haben kann, weil schlussendlich ist es eine private Sache und die sollen das also selber investieren und zahlen. Okay, aber natürlich immer auch wieder involviert natürlich. Gell? Natürlich, also, es gibt einen Haufen Themen, Zonenplan, Quartier, dann der Campus natürlich, Hochhaus und so weiter. Also eigentlich tretet er einen super Job an, bin froh, habe ich meinen, muss ich da wieder haben. Ja, nein, das sage ich immer, also muss ich ja sagen, als Journalist sind wir also auch gewöhnt, oder, dass man also, objektiv so Bericht erstatten. Das ist inzwischen leider auch nicht mehr so, sehr oft gibt es Revolverjournalismus oder einseitige Berichterstattungen. Also für die Exekutive ist es manchmal wirklich nicht einfach. Jetzt könnten wir dazu Energie. Bux hat ja den riesigen Vorteil von der KVA. Oder? Also ich kann mich erinnern, Zwittnau hat es mal einen Stadtpräsident gegeben. Ah, Entschuldigung, damals war ein Gemeindepräsident immer noch. Der hat gesagt, wir wollen keinen schwarzen Schnee Zwittnau. Ich weiss es zwar nur, ist das von Rosenbergsauschlüssen, ist der Dierauer von Bernig. Oder, ich weiss es auch nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, aufgrund von dem ist dann eigentlich alles auf Bux gekommen. Der ganze Dreck. Und damals war es ja gar nicht beliebt gewesen. Es hat ja riesige Theater gegeben und die verschiedenen Reinigungsstufen und so weiter. Aber inzwischen ist das eigentlich natürlich eine Energieschleuder, oder? Wie siehst du das, Daniel? Aber wir profitieren von der Fernwärme. Wir heizen mit Fernwärme. Ja. Und ich finde das eigentlich eine gute Sache. Weil da wird etwas, was eigentlich sonst nur verbrennt wird, ja einmal verwendet. Also von dem her, denke ich, ist das sicher ein Vorteil. Jetzt auch mit dem ganzen Gas, Ölentwicklung und so weiter. Und Solar sind wir noch zu wenig weit. Windrad bin ich sehr, sehr skeptisch. Weil Windrad braucht eine sehr breite Basis, braucht sehr viel Motorenöl, damit die Dinger überhaupt laufen und so weiter. Also ob die wirklich gut sind, das ist auch vor also es steht ja da, bei Unterfahrt steht ja so ein Ding und ja, für die Vögel ist es auch nicht gerade lustig. Also wenn man so etwas kann nutzen, das wird ja über eine massive Vergrößerung geredet von dieser KVA. Ob sie kommt, weiss ich nicht, aber es wird geredet und ich denke, das ist sicher ein Punkt, den wir machen können, weil die Filter, weiss ja auch im Wasser, die Filter gibt es mittlerweile auch für die Luft, dass eben das, was nicht in die Luft raus sollte, eben auch rausgeholt werden kann. Ist zwar auch wieder Müll, den man verbrennen muss, aber irgendwie gescheiter, als einfach alles nur irgendwo nach, weiss ich was, in dritte Weltländer karren und dort ins Meer werfen. Es ist ja gereinigt, aber es geht immer noch einiges raus. Da könnte man noch verbessern, gell? Ja, klar. Aber, ja, logisch, da kannst du immer verbessern. Ich meine, wir sehen es auch im Wasser. Oder? Wir haben auch im Wasser Substanzen, die überhaupt nicht drin gehören. Dort gibt es die Filter, aber auch die Filter, wie gesagt, die müssen auch verbrennt werden. Also, wir leben in einer Luxusgesellschaft, du hast es vorhin gesagt, wir wollen den Standard, wir wollen das und das, wir wollen Auto, wir wollen das und hier und wir wollen 22 Grad, obwohl jetzt ja dann 19 Grad plus ist schon fast schwedische Gardine oder russische Gardine, müssen wir heute glaub, sagen. Das heisst, wir haben schon die Problematik von der Luxusgesellschaft und da haben wir halt, so leid es mir tut, auch einen gewissen Preis zahlen und wir werden vielleicht auch müssen wieder zurückbuchstabieren. Aber das Energieproblem können wir nicht lösen, wenn wir nur zum Beispiel, wenn wir alle Atomkraftwerke abschalten. Ich weiss, das können jetzt vielleicht gewisse nicht gut. Aber, oder wenn wir nur noch Elektroauto fahren. Weil Elektroauto muss man gut rechnen, ob das wirklich von A bis Z wirklich rentiert und so weiter und so fort. Also es braucht nicht eine ideologische, sondern wirklich eine wissenschaftliche Analyse oder anschaue Sachen von dieser ganzen Energieproblem mit dem gesunden Menschenverstand. Und dann haben wir auch im Wuchs Möglichkeiten, um dort dann auch noch weitere, andere Schritte zu machen. Ist ja das Thema, glaube ich, Energiepolitik, die du eingebracht hast, oder? Elektromobilität hast du angesprochen, gesamtökologisch natürlich, Entsorgung, Batterie etc. und so weiter. Dann auch die ganze Problematik mit dem Strom natürlich. Übrigens auch Wärmepumpen, das absolut hochgelobte Wärmepumpen-Denken. Also braucht keinen Strom, darum ist es ja gut, oder? Ja. Was sagt denn ihr zur Energiepolitik, Diego? VfA ist natürlich ein Erfolgsmodell, finde ich. Wenn du aus dem Abfall kannst Wärme erzeugen, ist das genial. Und da ist jetzt das Werdenberg ein grosser Profiteur, oder mal Teile des Werdenbergs. Und ich sehe es jetzt hier im Linkgebiet, Energie, Zürichsee-Link, Gasversorgung, 40% Uznach Gas. Ich weiss nicht, eventuell, dass es so ein bisschen kommt. Also von dem her ist man da sehr, sehr privilegiert. Und bezüglich Energie, ich glaube, da werden wir jetzt einen Lackmustest den Winter haben, oder? Welche Richtung dass das geht? Ich habe schon so eine Arbeitsgruppe Energie, die du einfach brauchst vor Ort, das kommunal. Erwarten aber auch, und da ist jetzt gerade auch eine Mail gekommen, dass wir kantonal irgendwo ein bisschen einheitlich unterwegs gehen, nicht, dass jede Gemeinde den anderen ein bisschen aussticht zu dem Thema. Ich glaube, das ist wichtig. Und von dem her gesehen, glaube ich, braucht es gut dran. Ich meine, das Goldlabel Energiestadt zeigt etwas. Ja, aber, wegen der KVA, also sollten Sie es ja, auch nicht. Natürlich, aber man kann noch mehr machen. Ich finde auch, wir sind unserer Bevölkerung das in dem Sinn schuldig, vor allem unseren Kindern, unserer Zukunft. Und da sehe ich es natürlich jetzt
Gesamtschweizer ist auch so. Ich glaube, das Kernenergie des Teufels würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber die Rufe, jetzt kommen noch neue AKWs, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch politisch durchsetzbar ist. Oder wenn man Rütti, wenn man heute kämpft, das Rütti in AKW, ich glaube, kommt das überhaupt nicht. Das war ein Thermisches damals, Rütti. Gut. Man hätte noch 440 Millionen Kilowattstunden mit 5 Staustufen im Rhein. Richtig, eben. Ja. Genau. Hat man auch mal abgelehnt? Ja, nein, aber eben, ich sage, die Wasserkraft, da glaube ich, wenn man den Stau sieht, ich denke da an Grimsel, wenn wir den noch ein bisschen erhöhen. Sorry, das muss einfach sein. Bin ich grundsätzlich dafür, ja. Jetzt haben wir die Diskrepanz zwischen Dreikraftwerken, Stau, eben. Ja. Sagen wir mal, zwischen Trüppach und Saletz in Wald, über 5 Staustufen sind mal geplant gewesen, ja. 440 Millionen Kilowattstunden jährlich, das ist dann nicht gemacht. Jetzt sieht man aber eher von mehr anderen. Widerspricht sich ein bisschen, ja. Ja. Rolf, Energiepolitik. Also, weißt, was jetzt mir auffällt, ist, ich bin ja, wenn wir jetzt auf die Autobahn fahren, das war einfach vor 5-6 Jahren nicht gewesen, der Riesenstau. Klar sind die Arbeitsplätze in Liechtenstein, das sind die 70.000, 18.000 Zupendler und andere, aber es ist nicht nur das. Ich war heute in Bad Ragaz gewesen, bei der Töffli-Tour, ich bin runtergefahren, die Autobahn richtig Graubünden, vollgestopft am Morgen schon. Wie viel Auto hat heute, oder wie viele Fahrzeuge hat heute ein Haushalt, wo wir uns früher ein Wagen, ein Haushalt ja, sehen. Natürlich. Heute also. Hast du drei Autos dort und noch zwei Elektro. Ja, nein. Lichter schätze gerne mehr Autos als heute. Energie. Ich denke, es ist ja klar, dass wir da mal einen Weg angehen. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich für die gesamtschweizerische Lösung muss einstehen muss. Grundsätzlich muss man sehen, was wir auf dem Platz Buchs haben. Und auf dem Platz Buchs haben wir mit dem Verein für Abfall Entsorgung sehr, sehr tolle Sache da. Und wenn es jetzt halt da mal Leute gesagt hat, logisch gibt es ja Lärmgestank, es gibt aber auch Arbeit, es gibt Wertschöpfung drumherum. Und das ganz lässig daraus aus ist ja eben, Dani braucht es selber auch, die Fernwärme, die wir haben. Also wir haben es selber in der Hand. Wir können selber schauen für uns hier. Wir haben eine EW, die in ihre Infrastruktur sehr viel investiert für die Wasserkraftförderung, die wir haben. Auch dort kommt ein Teil dazu her. Und auch in der Areus, das Projekt mit der ganzen Gasgeschichte, wo sie am Anschauen sind. Und ich glaube, wenn wir diese drei Sachen zusammenführen, jetzt nur auf die Buchse einbrechen, dann stehen wir eigentlich gut da. Im Vergleich zu Mengen anderen Gemeinden, ja, die halt die Möglichkeit nicht hatten. Die haben es dort einfach nicht gehabt. Bei uns haben es die vorher genutzt und man hat es erkannt. Und ich glaube, jetzt kann man da miteinander. Und ich denke, gerade in dem Bereich nachher von der Optimierung, welche Gebiete werden noch wie erschlossen, fernwärmetechnisch. Wie kann man steuern, dass man die Fernwärme so angreift, dass es vielleicht auch attraktiv ist für einen Endnutzer, wirklich dann attraktiv wird, wenn er kann sagen, Herrgott, jetzt habe ich gleich noch Glück gehabt, leben nicht zu Buchs, weil wir uns da zu einem grossen Teil selber versorgen. Ich glaube, das ist wichtig, die Dinge. Und das ist dann auch wieder wichtig in einem anderen grossen Player, der viel Boden hat zu Buchs, zum Beispiel die Ortsgemeinde. Was heisst denn viel Boden? Denn alle Boden. Wo viel Boden hat und ich glaube da das Verhältnis, das muss wieder zusammenrutschen, da muss man sich auskriegen, ja, ist ja bekannt, die wählen auch einen neuen Präsident in den nächsten paar Monaten und ich glaube, dann sind wir gut unterwegs und wenn wir mit den Fachleuten da wieder, mit den Chefen von der VfA, mit den Chefen von der ARA, mit den Chefen vom EW, wenn wir die wieder einen Tisch herbringen, und also die bringt man einen Tisch her, das ist absolut nicht bestritten, oder? Aber dort nachher kann Zeichen rausgehen und sagen, wir mal schauen, dass wir eine Gemeinsamkeit herbringen, ob wir jetzt will, Photovoltaik fördern, wie auch immer, ja. Aber dass es wenigstens auch wieder Ortsgemeinde und Gemeinde, politische Gemeinde, gleich läuft. Und nicht die einen sagen, wir springen einmal dort durch, ja, dann gehen wir in dieselbe Richtung. Das muss ein Anstreben sein. Dann habe ich das Gefühl, dann sind wir energietechnisch, haben wir zu Buchs eine super Ausgangslage. Du hast es ein paar Mal gehört, wir sind auf einem guten Level, auf einem guten Stand generell. Also wir sind ja auch ziemlich einig. Ja, auch indem wir sagen, beharrlich dranbleiben oder planen. Das hat die Energiebrücke auch gezeigt. Oder die war ja nicht denkbar, noch jetzt vor 25 Jahren. Und jetzt steht sie schon fast, ich weiß nicht mehr genau. Die Energiebrücke hat aber was gelöst? Kyoto-Protokoll vom Land Liechtenstein. Ja, Beharrlichkeit natürlich. Mit einem Haken, aber vom Land Liechtenstein. Ja, natürlich. Aber wir können es abgeben, wir produzieren es, wir machen es. Also ist das gut, wir können es verkaufen.
Man kann daraus eine Wertschöpfung machen. Wir haben nachher auch die Möglichkeit, jetzt auch mit dem Ochsen-Sand-Areal, auch wieder mit dem vorausschauenden Kauf, denke ich, ist es halt nachher schlussendlich ein guter Standort, wenn der Juna ein neues, zeitgerechtes, weil die Kirchenverbrennungsanlage gibt es seit den 70er Jahren und an der musst du immer drum schrauben, musst du etwas machen, wirst gezwungen. Jetzt haben sie wieder müssen, jetzt müssen sie die Radioaktivität messen, oder? Es war nicht einfach eine Erfindung vom Stadtpräsidenten, sondern es ist irgendein Bundesamt für Wer auch immer wieder gekommen und hat gesagt, ihr müsst dem von jetzt weg und man muss ein weit teures Gerät installiert haben. Oder? Also es hat Auflagen und es ist ja nicht immer lustig, dass du es da hast und der Geschmack, der manchmal in der Luft liegt. Oder? Aber wir müssen schauen, dass wir das Gute daraus holen und das dann. So extrem ist der nicht der Geschmack, oder? Wenn du zu Ihnen sagst, müsstest du dich vielleicht einmal dort unten ein bisschen bewegen. Selbst schon sehr oft eine Kompostierung. Gell? Ja, das ist eine Kompostierung, ja. Ist auch wieder eine Form, die weitergepflegt wird. Aus der VfA aus der Komposting. Ja, logisch, aber der Geschmack ist da. Weil den Geschmack nimmst du wahr, schlussendlich. Oder? Aber nicht mehr vergleichbar mit früher, wo einmal der Walch noch dementsprechend gesagt hat, die Kinder von Blanken haben Bronchitis wegen der KVA. Ja, genau. Und so weiter. Hat sich massiv vieles zu tun. Also wenn man beharrlich dranbleibt, gell, kann man viel erreichen. Ja. Daniel. Auf jeden Fall. Also ich denke, das muss auch eine Eigenschaft sein von einem Stadtpräsidenten, halt einfach mal das Ziel wirklich verfolgen und nicht gerade irgendwie umstoßen, wenn irgendwie ein kleiner Seitenwind kommt. Aber nochmal zur Energie zurück. Es gibt Alternativen, die noch nicht spruchreif sind. Ich vergleiche so ein bisschen Benziner, Elektro, Wasserstoffauto. Benziner, sagt man, das sind die alten Glühlampen. Die Elektroautos, ich weiss, das macht jetzt mir wieder keine Freude, aber wie ein Hybrid, also der laden mit dem Motor. Aber die Elektroautos sind eine Art wie Sparlampen. Wenn du Sparlampen hast, nicht dürfen kaputt machen, weil sie hochgiftig sind. Und die LED ist für mich Wasser, ist ein Wasserstoff. Ist auch noch keine ideale Lösung, aber es wäre ein Schritt, dass man so fördert. Oder es gibt auch andere Technologien, zum Beispiel auch die kalte Fusion. Das ist ein Thema, ich weiss, die Wissenschaft forscht schon jahrelang an dieser Nummer. Aber sie ist noch nicht, sagen wir mal so, noch nicht marktreif, wie sie auch verhindert wird. Wir haben eine sehr starke Öllobby. Und dort müsste vielleicht einfach mal halt auch der Bundesrat sagen, so, okay, jetzt fördern wir das, ganz egal, was die Lobby sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben so einen starken Lobby-Einfluss, dass ich das nicht denke. Aber wir haben die Möglichkeit, in der Stadt Bux solche Wege zu gehen. Wir haben die Möglichkeit. Vielleicht müssen wir nochmal dort in das Gremium, das du vorher erwähnt hast, EW und so weiter, auch dort mal vielleicht so jemanden einladen und sagen, was gibt es für Möglichkeiten? Wie gibt sie? Ist gut. Wir haben einen Haufen Themen haben wir gestreift, oder? Ich muss es mal genau schauen. Bürgernähe, Gesellschaft, Kultur haben wir noch nicht, aber das ist noch eine Nennung. Also, wie darüber das so reden? Gesellschaft, Kultur oder. Also, Gesellschaft, Kultur habe ich eingebracht. Ich denke, noch das ist Kultur eben. Es ist nicht nur immer ein grosser Anlass am Werdenbergensee zu und mit dem ist es abgetan. Kultur ist auch ein kleines Quartierfest, Kultur ist auch das Zusammenleben in der Quartierjusse, Kultur ist auch am Stammtisch sitzen. Oder? Wir müssen glauben, der viel denkende Name Kultur auch mal ein bisschen anders herstellen und wirklich sagen, ja, Kultur ist eben auch ein Zusammenleben, eine Diskussionsgrundlage. Kultur ist ja auch eine Wahl, ist auch eine Kultur. Es ist so vieles. Es muss nicht immer kosten, das ist auch Psychohygiene. Und das muss auch nicht immer kosten, es muss auch unter Umständen nicht immer riesige Summen kosten. Und die muss auch nicht immer die Stadt finanzieren. Da gibt es x Möglichkeiten, da bin ich überzeugt. Aber man muss sie leben dürfen, das ist wichtig. Dann hätte ich nur ein Thema, das du am Anfang gesagt hast. Alle anderen Themen haben wir gehabt, von allen einigermaßen so berücksichtigen. Die Gesundheit hast du am Anfang gesagt, über das haben wir noch nicht geredet. Was meinst du da? Du hast dort noch Bürgerrecht erwähnt, vielleicht können wir das zusammennehmen. Für mich ist das ganz klar, ich habe eine Ausbildung Gesundheit, ich habe eine Ausbildung Recht. Und die letzten zwei Jahre hat gezeigt, dass Gesundheit sehr, sehr individuell angeschaut werden kann. Für die einen ist Gesundheit, wenn man impft, wenn man Medikamente schluckt und so weiter. Und andere, die ganz auf der anderen Seite sind, die nie, wie nie zum Beispiel 30 Jahre schon nicht mehr bei einem Arzt gewesen sind. Und Bürgerrecht sind dann die, um auch zu sagen, ich will mich impfen lassen. Ist okay, ich will das machen, die Maske tragen und so weiter. Und die anderen sagen, ich lasse mich nicht impfen, ich will das nicht. Und selber für Gesundheit sorgen. Und das ist massiv unterschritten worden. Oder beschnitten worden. Und darum, Gesundheit ist ein individuelles Gut, das ist ein Grundrecht und das ist unantastbar. Auch nicht über den Artikel 36, weil wir haben
x Schreiben gehabt. Wir haben wirklich ganze Haufen auf dem juristischen Weg probiert zu machen, um dem Bundesrat nur schon können ins Locken, die Grundlagen, warum dass sie den ersten Lockdown machen. Was würdest du als Stadtpräsident machen? Weißt, wenn das das habe ich bis jetzt gemacht. Ja. Was ich als Stadtpräsident würde machen, für mich sind die Grundrechte unantastbar. Das heisst, für mich gibt es nicht einen Zwang, das und das und das muss gemacht werden, sondern ich will das auf der Freiwilligkeit haben. Ich weiss, kann nicht einfach sein und ich würde da ganz sicher weiter oben quasi anecken, aber da würde ich mich einsetzen, dass die Grundrechte vom Einzelnen gewahrt werden. Und zwar hundertprozentig. Nicht nur irgendwie Wischiwaschi und Zeugs und Sachen. Die sich schützen wollen, sollen das. Die wollen normal leben. Wir leben mit diesen Gefahren. Leben wir seit Hunderttausenden von Jahren. Ist das nicht im weitesten Sinne eine Amtsanmassung? Also, du hast ja eine gewisse Funktion als Stadtpräsident. Wieso ist es eine Amtsanmassung? Ist es nicht eine Amtsanmassung, wenn ich bestimme und den anderen befehle, ihr mit das und das machen? Das ist doch für mich Amtsanmassung. Das tust du nicht, das wird ja verordnet. Und die Amtsanmassung ist, dass du die Sachen eigentlich aussetzt, die schon gesetzt sind. Ja, aber ich sage ganz klar, ich werde das nicht umsetzen in dem Sinne. Und ich weiss, das ist heikel, das ist mir ganz klar. Aber ich werde nicht Zwang aufsetzen, dass das umgesetzt wird. Ah, so, okay. Ja, gut. Das mache ich nicht. Das ist jetzt eine klare Aussage. So. Ja. Du wirst keinen Zwang ausüben. Das wirst du so. Von dem her gesehen, nicht deine Funktion einsetzen, um das eben zwangshaft zu verordnen. Nein. Aber wenn du keinen Einfluss hast darauf, dann musst du es irgendwie zulassen, oder? Wenn es oben diktiert wird, klar, gewissermaßen. Mhm. Aber wenn dann jemand in Dinge hineinkommt, was jetzt wirklich passiert ist, also da gibt es Horrorgeschichten, dann reinkommt in die Kanzlei rein und keine Maske hat, dann hat er keine Maske an. Mhm. Punkt. Mhm. Mhm. Oder, ach so. Ja. Also weißt du nicht, dass also, der Mensch hat in sich drin selber die Intuitivität zum Spüren, was ist richtig, was ist nicht richtig. Du wirst einfach keine Verfügung schreiben, dass es nicht geht und so weiter. Okay, gut. Das würde ich mich verweigern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das ein Problem gibt oder nicht, das ist mir gleich. Weil für mich sind die Grundrechte unantastbar und die werden umgesetzt. Ich denke mir nicht, dass es ein Problem gibt. Ich weiss aus eigener Erfahrung. Das kann man machen. Ja. Das sagst auch die, oder? Ja, natürlich. Da muss man irgendwie pragmatisch bleibe. Ich bin auch gegen Impfzwang. Also von dem her ist es ja irgendwie klar. Aber dann, es gibt irgendwo Gesetzgebungen, die man schlussendlich in der untersten Stufe unserer Demokratie müssen umsetzen. Und für das ist man gewählt und für das muss man sich, da kommst du nicht drum herum. Und da finde ich noch relativ heikel. Wenn es Gesetze sind, ja, aber es sind lange nur Verfügungen gewesen. Und Verfügungen, die einschränken Grundrecht, brauchen eine gesetzliche Ebene. Also eigentlich hätten die Verfügungen gar nicht müssen umsetzen. Okay. Ich lasse es so stehen. Ist ein schwieriges Thema, gell? Ja, ist ein schwieriges Thema. Definitiv. Und es ist auch wirklich, da muss man sagen, eine wackelige Argumentation gewesen. Ja. Sonst hätte man ja dann die Verfügungen nicht einfach auch können unterlassen ohne irgendwelche Massnahmen. Ja. Das sind sich dann auch bewusst gewesen, oder? Also, ist es. Ja. Aber ich weiss es nicht. Selber stellt sich im Nichtwissen, was das auf uns zukommt. Ja. Mhm. Mhm. Aber da geht es schon darum, dass man Fingerspitzengefühl hat, wenn man Stadtpräsident ist mit den Bürgerinnen und Bürgern. Fingerspitzengefühl geht ja auch richtig Gesundheit dann, oder? Es gibt ja auch Sachen, wo dann Bürgerinnen und Bürger auch ungesund werden, wenn sie merken, da ist zu viel Druck, da ist zu viel Verwaltungsdruck, da ist zu viel, wo man, also das ist ja doch noch relativ wichtig, oder nicht? Was Molli, ich jetzt einfach noch ganz kurz nach der akuten Phase von Corona das Gefühl, die Bevölkerung braucht einen Halt, die braucht etwas, und die nicht gewusst, was. Dann haben wir alle Wochen einfach ein Newsletter rausgelassen und gesagt, habe ich eine persönliche Kolumne, wie es mir geht in dem ganzen Prozess. Mir ist es auch nicht immer gut gegangen. Aber einfach probieren, die Leute auf dem Weg mitzunehmen. Und das hat echt gut funktioniert und ja, wirklich tolle, positive Rückmeldungen. Auch von Impfskeptikern. Ja. Wenn man es einfach relativ offen so. Wir sind ja auch Menschen. Wir haben gesagt, bis Maximum 16:30 ist Diskussion unter Live-Bedingungen, zwei, dreimal ins Bild hineingelaufen, Entschuldigung, man ist ja manchmal in der Hitze des Gefechtes und vielleicht auch schlecht vorbereitet und so weiter. Das ist Politik pur, wie sie leibt und lebt. So, jetzt haben wir noch genau 3 Minuten Zeit. Ich muss auch mal sagen, 10. September war die Aufzeichnung gewesen. Nicht damit ihr dann denkt, wenn ihr das jetzt die nächste Woche hört, am 25. ist die Wahl. Am 10. September war das gewesen und ich hoffe einfach, das ist meine persönliche Bitte in der Zwischenzeit. Ihr habt gemerkt, es sind engagierte Leute, die sich da stellen, dem Präsidium. Geht anständig mit ihnen um. Stellt sich alle der Wahl und das sind am Schluss im Grunde noch dann eure gewählten Vertreter dort wirklich zu Buchs in dieser Führung rein, die sehr wichtig ist. Weil Buchs ist eine Zentrumsgemeinde, eine Zentrumsaufgabe ist für uns alle wichtig in der ganzen Region, nicht nur für Buchs. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, warum sollen wir euch wählen? Das wäre meine letzte Frage. Welche Reihenfolge nehmen wir da?
Ich überlasse euch. Ich bin auch so. Gut, also. Da gehen wir nochmal einmal. Mir ist völlig gleich. Komm, ich fange an. Gut. Ja, ich bin jetzt 58, ich habe das Gefühl, mein Rucksack ist doch recht gefüllt mit vielen Erfahrungen. Vor allem in den Bereichen, wo ich das Gefühl habe, ist ein Match entscheidend als Stadtpräsident. Sechs jetzt halt einfach auch in der Politik, wo ich doch stark vernetzt bin. Sechs jetzt aber auch in der Führung von Verwaltungseinheiten. Habe aber auch die mit anderen Engagements, die ich kann, auch wirklich Erfahrung in der Wirtschaft fördern. Schlussendlich bringe ich doch ein recht breites Spektrum. Ich fühle mich wirklich, obwohl ich nicht so rede als Werdenberg, wie da, ich habe mein Herz da und habe die tolle Entwicklung von dieser Stadt Buchstören miterlebt die letzten 20 Jahre. Und es würde mich wahnsinnig freuen, an dem Buchstören mit der Bevölkerung weiterzuarbeiten. Ich bin seit 30 Jahren selbstständiger Unternehmer. Ich habe sehr viele Erfahrungen gehabt. Ich habe mit den Ausbildungen, die ich habe, mit den Geschäften, die ich aufgebaut habe, und dann wieder verkauft, weil ich sehe, das geht in eine falsche Richtung, die ganze Zulassung und so weiter. Und für mich braucht es ein starkes unternehmerisches Denken, auch in einer Verwaltung, in einer Gemeinde, die für mich eigentlich wie eine grosse Firma ist, mit verschiedenen Unterthemen. Und das kann ich bringen. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Erfahrungen, ich habe viel gemacht in meinem Leben und ich bin sehr lernfähig und vor allem habe ich gerne neue Aufgaben, wie wenn ich das nicht gerne hätte, dann wäre ich beim Alten geblieben, das ich jetzt habe, sondern mir reizt das, mich jetzt direkt in einer Gemeinde fürs Volk einzusetzen. Und diese Schnittstelle zwischen den Strukturen und zwischen dem Mensch weiss ich, dass ich sie herstellen kann. Und die einen sagen, es sei ein Nachteil, dass ich nicht so in der Szene, sage ich jetzt einmal, von Books drin bin. Für mich ist es ein grosser Vorteil, weil ich unbedarft, unvoreingenommen und auch ungesteuert vielleicht auch in den ganzen Job rein kann. Jetzt haben wir noch Zeit. Ja, natürlich. Also übrigens, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir haben hier 5 Kameras aufgestellt und ich weiß, ob jemand mal ist. Ich glaube, einer ist ausgestiegen, hören wir nicht mehr, aber aus dem Off raus. Sehen wir nicht mehr, aber aus dem Off raus hören wir ja. Rolf. Ich bin 53, bringe einen riesigen Rucksack mit an vielem Positiven, vielem Negativen, was die Energie hat. Ja, gefüllt natürlich aus dem Privaten raus, aus dem ganzen Unternehmertum, wo ich Selbstständigkeit hatte, wo ich vieles gesehen habe. Ich bin extrem gut vernetzt in dem ganzen Werdenberg hin, glaube ich, im Buchs sehr, sehr aktiv unterwegs und bin dort aufgewachsen. Es ist mein Heimatdorf, meine Heimatstadt und in dem Moment wäre es eine riesige Ehre, wenn ich das Ganze auch präsidieren dürfte und mich einbringen kann, dass ich mitmachen kann, dass wir weitergehen.